Ich würde mal sagen, willkommen an alle zu Replay Stream Episode Nummer 32. Heute wieder einige Replays am Start. Mal gucken, ob wir so krasse Banger-Replays haben. Letzte Woche war okay. Gerade das mit Maxi hat mich gekillt. So, dann sind wir auch schon full house hier. Und wir legen los mit dem ersten Replay. Ja, bei dem kann ich mir vorstellen, das Burn war nicht schlecht, das von Chris war sehr gut. Heute sind gute Replays dabei. Ja, safe, Elias. Wow, Crystal Beast. Okay, was machen die? Was machen wir hier? Was passiert? Was wird hier das Endboard sein? Bin ich gespannt. Wir spielen gegen einen Haufen. Na, er spielt noch 59 Karten, nicht 60, damit er nicht breakt. Schlauer Typ. Sagas, okay. Okay. Springen. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Wow, okay. Du got es? Das ist interessant. Okay. Zelantis, aber überall drin. Das ist insane. Das ist insane. Das ist zu geil. Das ist einfach zu geil. Das ist FTK. Das ist einfach FTK. Ich frag mich, wer auf sowas kommt. Wie kommst du auf sowas? Wie kommst du auf sowas? Like, wer kocht das? Das sind so viele Steps. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Digga. Der sagt sich, wenn du 7 Material von ihm abhängst, überspringe den Zug deines Gegners. Ja. Du kannst 7 Material von seinem Gegner abhängen, überspringe den nächsten Zug deines Gegners. Das heißt, du gehst in die Endphase und dann ist direkt wieder deine Drawphase. Also das ist ein FTK-Deck. Like, what the... Wer bitte hat das gemacht? Und wie lange hat er dafür gebraucht? Und wie viel IQ hat der Typ? Crystal Beast FTK. Schon lange her, ne? Ich glaube, das letzte war endlich, oder? Oh, cool. Snacker Fire King. Going first. Wir haben alles auf der Hand. Ja, Dryden ist gebannt, TCG. Shiranui, Königwicht ist geil. Also Shiranui ist auch geil. 288er Christi, uff. Insane. Aber ich hatte immer gern Dingsbisch schon. Wie ist die? Teff, irgendwie sowas. Keine Ahnung, wie man sie ausspricht. Die sagt immer, wenn du einen Fade ziehst, kannst du vorzeigen und dann noch eine ziehen. Das habe ich schon gefeiert. Und Athena? Kann es sein, Athena? Ich meine, die hieß Athena. Die habe ich schon gern gezockt als Kiddie. Okay. Wir haben Spaß. Sag ich Konterfail, Digga, dann spawnt gleich irgendwann Luffy. Imperm of Apollo USA ist doll. Wow, einfach so das Board basically geoutet. Ich meine, wir haben noch gegen Grave, aber... Deswegen ist Fire King so next level. Oder Snake Fire King. Okay, das Monster kann nicht zerstört werden durch Kanneffekte. Also SP in dem Fall. Kanneffekte ist zu Hause. Ja, du bist ein Macher.
So lustig, das Deck, Mann. One for one noch als letzte Karte. Oak. Da kommt Princess. Kommt Linkoribo. Boah, das ist ein spannendes Game. Arvata triggert noch. Heater natürlich perfekt im Mirror Match. Digga, das ist insane. Und da haben wir auch Princess. Heater back. Raging Phoenix. Zealantis. Princess Pop. Princess kommt zurück. Raging Phoenix kommt zurück. Der triggert aber nochmal aus dem Grave der Emblow Whale. Der poppt Zealantis. Junge, was ist das? Wir überleben gerade so. Was topdecken wir denn hier? Oder haben wir noch einen Effekt? Und hier auch nochmal Emblow Whale. Ponix. Ah, okay. Wir haben noch die Originals. Oh, Junge, wie nervig ist dieses Format eigentlich? Alter, dieses Hin und Her. Imagine, ihr habt zuletzt Yu-Gi-Oh! Vor 10 Jahren gespielt und seht dann das. Oder länger. Wow. Wow, wie Otikani ernsthaft. Ey, krank. Das war crazy. Das war wirklich ein spannendes Game. GG, Mann. Merly. Ist die Frage, wann darf Kid Kalos zurückkommen in TCG? Okay, das ist rar. Das ist rar. Gäbe es kein Menace, wird hier das beste Deck. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das sowieso. Slifer. Scheiß auf rar. Okay, da ist rar. Trap. Oh mein Gott, okay. Okay. Interessant. Nicht das beste Matchup. Ja, wir haben gut Boardbreaker, Thrust und sowas. Das kommt aber jetzt alles nicht zum Einsatz. Warte mal. Hat er gerade... Er hat gerade den Effekt getriggert. Hat ihn aber in der Kette zugebuckt. Damit er nicht mehr annulliert ist. Das ist krass. Seelenkreuzung ist geil, aber bei dem Matchup, wie gesagt. Negate. Also nicht negate, aber da kommen jetzt ein paar Monster, aber wir können trotzdem eins davon negieren. Ach, deine Morphe, okay. Ganz, ganz blödes Matchup. Aber Seelenkreuzung rettet hier. Rettet hier. Alter. Thrust haben wir auch noch, was jetzt aktiv ist. Pederaster. Activate. Top 2 Ballistentrupp. Monster Reborn. Seelenkreuzung. Ra. Oh, ist das asozial geil. Oh mein Gott, mit der Animation. Okay, der war sehr gut. Der war wirklich sehr gut. Und das war ein sehr schwieriges Matchup. Wieder ein Haufen Deck. Oh Gott, oh, das ist geil. Oh, das ist Liebe. Damit kriegt ihr mich immer. Ehrlich, wenn ich Gesicht des Todes sehe, dann habt ihr mich schon. Oh, guckt euch diese Schönheit an. Guckt euch diese Schönheit an. Guck mal, wie hübsch die ist. Love it. Alles an der Karte. Die ist halt mies verstörend, erstmal ohne Scheiß. Dass ich als Kind nie Angst vor der Karte hatte, wundert mich gerade. Alle, je länger ich drauf schaue, umso verstörender sieht sie aus. Anyway. Kuss aufs linke Auge. Shangri. Rysard. Ogre. Rysard. Shangri in Angriff, by the way. Weil
Null hat. Und wir haben Wirbelsturm Inferno. Also wir baiten hier den Gegner. Wir baiten hier den Gegner. Er muss nur reinrennen. Mit 3K. Oder mehr. What the fuck is going on? Also da fehlt Seenübernahme. Aber ich liebe es. Ich liebe es. Wow. Wow. Hat noch nicht fürs Deckout gereicht. Aber ich glaube nicht, dass der Gegner noch Möglichkeiten hat zu spielen. Während wir mit Birth genug Möglichkeiten haben zu spielen. Gesicht des Todes Normal Stamm. Oh, die wird stark. Die wird stark. Was hat die? 6K oder so? Ja, 6700. Cool. Grand Plate. Nice Replay, Mann. Stark, Digga. Das war das falsch auch noch. Nee, das war sehr gut. Lass das. Das war sehr gut. Mach das andere für nächste Woche, Bruder. Welche andere Karte, Bruder? Allerdings. Welchem Zusammenhang? Wow, das ist. Oh, das ist based. Kuscheltier Horus. Warum sehe ich eigentlich so oft dieses Deck in Master Duel? Rohmaterial. War das ein Handtrap? War das nicht die, wo irgend so ein Schild drauf war, so? Ein auf den? War so ein Schild drauf? Ich hab mal vergessen, was die macht. Bin ich ehrlich. Oh mein Gott. Bestes Galaxy-Bot, das ich je gesehen hab. Boah. Das ist insane. Mhm. Bruder. Einfach Kuscheltier-Action. Okay, wir schaffen kein OTK. Das ist ein spannendes Game, actually. Maxi, aber ja. Kommt sogar durch. Aber ist auch egal, wahrscheinlich. SP Little Knights. Logischerweise ohne Effekt. Tote Tiere gegen Rayquazas Brüder. Okay. Bruder, was ist hier los? Die schaffen sich aber, sich gegenseitig zu finishen. Jonas, was geht bei dir, Bruder? Oh, sehen wir Chimera hier? Wir sehen Chimera hier. Cobalt triggert ebenfalls. Geiler Chainblock. Pop. Der Kuscheltier macht auch so unfassbar viel, ne? Das ist insane. Also ich wurde schon öfter davon OTK'd, by the way. Wow. Just wow. Digga, geisteskrank. GG, Junge, geiles Game, Mann. So, was hab ich verpasst? Ich glaube, Kurikada wird in Zukunft auch mal besser werden. Das kann sein. Ja, Kurikada ist so eine richtig geile Staple, die muss man behalten. Oh! Sympathisch. As always. Okay, der Gegner hat den richtig krassen Turn gebracht. Wir setzen 4, wir passen. Wanted. Boah, okay. Wir machen Ring of Destruction. Auf Diabelstar. Wir sind bei 4250 Life Points. Linkudibu.
I mean, wir haben die, wir haben die, wir haben Mahama. Aha. Sollte eigentlich ein easy win sein für Storm. Also mit Mahama und der Wannabe Magic Zylinder soll es reichen. Ja, 50 bleiben über und Mahama macht den Rest. Ja, Burn Best Deck, I guess. Stark. Erstmal Snake einklappen. Okay, wir spielen Dark Magician Cash. Gegen, man weiß es nicht. Okay, der One of Henry ist da. Oh Gott, oh das ist also, oh mein Gott, das ist Assi. Die Ash kommt gut. Das ist legit Assi. Das ist schon fast Game. Wir sind bei 600 Life Points. Skill Drain liegt aber. Der VOA-Mitglieder sind selten, Digga. Wie shiny Pokémons. Link Spider. So, Maxi auf Big Welcome. Wir ziehen die Feed Spell nach. Okay, Link Spider ergibt Sinn, weil wir den Dark Mission Grave haben wollen. Okay. Aber da fehlt leider halt immer noch der Circle. Mit Circle kriegen wir easy Skill Drain geoutet wieder Maxi. Wir müssen aber eigentlich die Farbe schwören, oder? Ja. Ich meine, ist jetzt egal. Die eine Karte kann der Gegner ruhig ziehen. Oh, wir ziehen Dark Mission nach. Glaub nicht, dass wir das wollten. Magier Navi. Oh, wir spielen um Skill Drain herum. Der Dark Magician kommt auf 5k. Wow. Hat er gerade ernsthaft geasht? What the fuck? Achso, war die Trap weggegangen. Oh mein Gott. Ah! Geiles Game. Geiles Game. War tatsächlich gut. Ja, danke schön für den geilen Stream, Jungs und Mädels. Das hat echt Spaß gemacht heute. Die Replays waren cool. Kuss geht raus. Danke, dass ihr da wart. Hab euch alle ganz so lieb. Bis Freitag oder so. Oder man hört sich über Discord. Peace.